Willkommen zu der Sky Show Vorschau Show. Es ist schon wieder ein Monat um. Wir kommen zum Programm für den Juni. Und als erstes gehen wir auf Skandinavien. Und von dort kommt eine Serie namens Black Lake. Und das ist eine Thriller-Serie mit ein bisschen übernatürlichen Elementen. Es geht nämlich um ein Skiresort namens Black Lake, wo ein grausamer Unfall passiert und dann muss das Resort schliessen. Und Jahre später erbt Jonathan das Resort und will es dann wieder aufmachen. Damit aber alles glatt läuft bei der Eröffnung, will er zuerst einen Testdurchgang machen und lädt dazu seine besten Kollegen und Kolleginnen ein. Und anfangs sind die Kollegen und Kolleginnen natürlich super begeistert. Wo sie aber ankommen, merken sie, dass nach immer seltsamere Sachen passieren. Und das nagt ziemlich an der Psyche der verschiedenen Leute und führt dazu, dass sie sich immer mehr gegenseitig misstrauen. Black Lake ist so ein typisches Kammerspiel und für alle perfekt, die es lieben, so in einer geheimen Atmosphäre düstere Geheimnisse zu lösen, Rätsel auf die Schliche kommen, und startet Anfang Juni als Schweizer Premiere mit der ersten Staffel und Ende Juli gibt es dann schon die zweite Staffel. Als nächstes habe ich eine Serie für alle Historienfans unter euch. Englische Serien, wo es so ein bisschen um Königshäuser geht oder auch um Adelsfamilien, sind ja sehr populär. Bestes Beispiel dafür ist Downton Abbey, wo ihr übrigens auch auf Sky Show streamen könnt. Das Mal geht es aber um Königin Elizabeth, nicht die zweite, die aktuell noch lebt, sondern um die erste, die im 16. Jahrhundert gelebt hat und eine der grössten historischen Königsfiguren oder Königinnenfiguren in der Geschichte von England ist. Sie hat ein weltumspannendes Königreich beherrscht. Bevor sie aber dort angekommen ist, hat sie natürlich zuerst einige Hindernisse müssen überwinden und genau das thematisiert die Serie namens Becoming Elizabeth. Es geht nämlich um die junge Elizabeth, die Gott erfahren hat, dass ihren Vater, der König Henry der gestorben ist und jetzt ihrem 9-jährigen Bruder auf den Thron kommt. Das führt dazu, dass ein ziemlicher Machtkampf zwischen den verschiedenen Adelsfamilien ausbricht und Elizabeth kommt zumetzt rein und muss sich dann irgendwie in dieser Hinterhältigkeit und dieser Machtkampf zurechtfinden. Dann geht im Juni endlich eine Serie weiter, die bei ihren Fans einen ähnlich hohen Stellenwert genießt wie Game of Thrones. Zumindest vor der letzten Staffel. Jedenfalls. Die vierte Staffel Westworld kommt endlich raus und spannt Geschichte über einen futuristischen Freizeitpark mit lebensechten Robotern, die den Aufstand proben, endlich weiter. Insgesamt gibt es 8 Episoden an 60 Minuten. Und das Coole daran ist, Sky Show bringt die vierte Staffel parallel zum US-Release in der Schweiz raus. Sprich, wenn die Staffel in den USA losgeht, startet sie auch auf Sky Show und ihr könntet sie theoretisch schon in der Nacht schauen. Dann kommen wir zu Sky Cinema, wo im Juni auch ein paar sehr coole Filme rauskommen. Als erstes kommen wir zu James Bond, nämlich No Time to Die. Ihr wisst jetzt, der Film hat eine rechte Odyssee hinter sich. Fast 2 Jahre hat er Verspätung gehabt, bis er endlich ins Kino gekommen ist. Und wer unter euch den Film jetzt immer noch nicht geschaut hat, kann das ab Juni auf Sky Show machen. Der kommt er nämlich im regulären Abo. Ihr müsst also nicht extra dazu zahlen. Und zwar exklusiv. Ihr könnt dann also nie anders im regulären Abo schauen, sondern nur auf Sky Show. Und als kleiner Bonus schaltet Sky auch noch alle anderen James Bond Filme aus. Also wenn ihr Lust habt und vorig Zeit, könnt ihr alle bisher erschienenen James Bond schauen, inklusive dem neuesten No Time to Die. Ebenfalls im Abo von Sky Show, respektive Sky Show Cinema, wenn ihr ein bisschen günstiger wähnt, gibt es den neuesten Ghostbusters-Film im Juni. Je nachdem, ob ihr auf Deutsch schauen wollt oder auf Englisch, heisst er dann halt Ghostbusters Legacy oder Ghostbusters Afterlife. Warum auch immer. Jedenfalls ist der neue Ghostbusters-Film eine wunderbare Hommage an die ersten 2 Teile aus den 80er Jahren, schafft es aber auch einen Bruch zu schlagen in die Neuzeit und tut damit vieles besser machen als das Reboot aus dem Jahr 2016, wo bei den Fans ja nicht so gut angekommen ist, obwohl ich jetzt finde, dass es auch nicht so ein schlechter Film war, wie viele immer tun. Der neue Ghostbusters-Film ignoriert dann auch das Reboot von 2016 und ist eine direkte Fortsetzung vom zweiten Teil von 1989 und wird darum auch als Ghostbusters 3 betitelt. Regie geführt hat der Jason Reitman. Das ist relevant, weil er ist der Sohn von Ivan Reitman, der damals mal bei den 2 Originalregie geführt hat. Und der Jason ist halt die ganze Zeit so ein bisschen am Set umeinander gehängt und hat so ein bisschen das Ghostbusters-Feeling verinnerlicht. Und das ist sicher auch ein Grund gewesen, warum jetzt der neue Film so cool rausgekommen ist. Der letzte Filmtipp ist ein Film von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure. Es geht um Edgar Wright und er hat Filme gemacht wie Baby Driver, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt oder Cornetto-Trilogie mit Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End.
End. Und der Grund, warum ich Edgar Wright so einen coolen Regisseur finde, er ist einfach so ein richtiger Filmnerd. Er atmet die Film- und Serienwelt so richtig ein und er macht nicht einfach einen Film in ein grosses Studio kommt und sagt, da hast du viel Geld, mach uns den Film, sondern er macht es, weil es eine coole Story ist, eine absurde Story, weil er etwas Neues will ausprobieren. Und du siehst in einem Set, wenn du Set-Fotos siehst oder Set-Ausschnitte, er ist immer am Lachen und mit den Leuten rumzujoken. Er ist so ein richtiger... Er könnte der Typ von nebendran sein, der einen geilen Film macht. Und das ist halt richtig toll an ihm. Und das merkst du auch in seinen Filmen. Das ist richtig Passion dahinter und nicht irgendeine Auftragsarbeit. Und sein neuester Film, Last Night in Soho, ist wieder ein bisschen etwas Neues, was er ausprobiert. Nämlich ein nostalgischer Zeitreisefilm mit so ein bisschen psychologischen Horrorelementen und so einem richtigen Mindfuck. Und ich würde sagen, von seinen ganzen Filmen, die er gemacht hat, eher eine schwerere Kost, ein bisschen anspruchsvoller drum. Schaut ihn besser nicht, wenn ihr nachher gerade ins Bett geht, weil das ist so ein Mindfuck, wo ihr dann nachher ein Zeitchen werdet darüber nachdenken wollen. Ja, das war es schon wieder von Sky Show, Vorschau Show. Ich schaue jetzt, was der Juli bringt. Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal.